Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch meine liebsten 5 grünen Säfte vorstellen, die ich auch manchmal an Fastentagen an einem Tag trinke oder auch an mehreren Tagen hintereinander. Wenn ich im Essmodus bin, also meine eine feste Mahlzeit am Tag esse, dann trinke ich durchaus 2 bis 3 dieser grünen Säfte an einem Tag. Was machen denn grüne Säfte beziehungsweise grüne Lebensmittel so wertvoll für uns? Grüne Lebensmittel sind mit die am stärksten basenbildendsten Lebensmittel der Welt. Und gerade in Zeiten der Übersäuerung durch Industriekost, aber auch durch Stress oder das Leben in einer Großstadt oder durch gewisse Umweltbedingungen ist dieser Faktor auf keinen Fall zu unterschätzen. Und grüne Lebensmittel enthalten einen ganz besonderen Stoff, nämlich das Chlorophyll. Das Chlorophyll ist das Farbpigment, welches den Pflanzen ihre grüne Farbe verleiht und ihnen ermöglicht, Photosynthese zu betreiben. Je mehr Chlorophyll ein Lebensmittel enthält, desto höher ist der gesundheitliche Nutzen dieses Lebensmittels. Ann Wigmore, eine bekannte und wegweisende Ernährungs- und Gesundheitsberaterin in Amerika, sagte zum Chlorophyll: Chlorophyll wird im kommenden erleuchteten Zeitalter das Hauptprotein sein. Im frisch zubereiteten Getränk enthält es kondensierten Sonnenschein und den für die Wiederbelebung des Körpers erforderlichen elektrischen Strom, und es wird Teile des Gehirns erschließen, von denen der Mensch heute noch nichts weiß. Außerdem reinigt Chlorophyll das Blut und reichert es mit Sauerstoff ein. Es unterstützt auch die Wundheilung, fördert die Durchblutung und stärkt unser Immunsystem. Das ist der Grund, warum ich regelmäßig grüne Lebensmittel zu mir nehme, entweder in Form von Blattsalaten, selbstgezogenen grünen Sprossen, Wildkräutern oder eben grünen Säften. Wenn ich mir einen Saft aus frischen Lebensmitteln presse, dann wird praktisch das strukturierte Zellwasser mit den Nährstoffen von den Pflanzenfasern getrennt und ich kann durch das Trinken eines grünen Safters sofort oder in relativ kurzer Zeit Zugang zu diesen Nährstoffen haben, weil unser Verdauungssystem nicht erst die Faserstoffe von den wertvollen Inhaltsstoffen trennen muss und so der Körper eben diese schneller aufnehmen kann und generell auch schneller darüber verfügen kann. Ich bevorzuge energiearme, dafür nährstoffreiche Lebensmittel. Und wenn ich so einen grünen Saft trinke, voller Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelementen, Enzymen und Chlorophyll, dann ist dieser Saft schnell und effizient verdaut und mein Körper kann eben ganz einfach auf diese wertvollen Inhaltsstoffe zugreifen. Am liebsten entsafte ich mir gerade im Frühjahr, Sommer für grüne Säfte natürlich Wildpflanzen. Ich hatte euch schon in meinem letzten Video die beste Ernährung für warme, heiße Tage, das verlinke ich auch nochmal oben in den Infokarten, meine beiden liebsten Wildkräuter für grüne Säfte gezeigt. Das ist die Brennnessel und der Giersch. Ich werde hier auch noch ein paar Aufnahmen einblenden. Und diese beiden Wildpflanzen finde ich hier gerade in meinem unmittelbaren Umfeld in großen Mengen. Deswegen entsafte ich sie aktuell am liebsten und presse mir daraus hochwertige grüne Säfte. Wenn ihr euch für Wildpflanzen interessiert, dann empfehle ich euch mein E-Book Gesund Grün Essen. In diesem E-Book ist ein ganz großes Kapitel den Wildpflanzen gewidmet. Ich beschreibe über 61 Wildpflanzen, also Wildkräuter und Baumblätter. Ihr findet den Link zu diesem E-Book unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Um einen frisch gepressten grünen Saft herstellen zu können, benötigen wir einen Entsafter. Ich habe in den letzten Jahren verschiedene Entsafter getestet. Das waren alles Slow Juicer, also Entsafter, deren Presswalzen sich langsam drehen und das Entsaftungsgut eben auch schonend entsaften. Als bester Entsafter hat sich dabei für mich der Angel Juicer herauskristallisiert, weil er sehr, sehr gut für grüne Säfte geeignet ist. Mit ihm kann man wunderbar Wildpflanzen, auch Wiesengras entsaften, generell grünes Blattgemüse, grünblättrige Sprossen, selbstgezogenes Grünkraut, Gemüse und Obst. Ich trinke meistens bevorzugt reine grüne Säfte, also ohne Obstanteil. Allerdings stelle ich euch in diesem Video auch einen Obstsaft vor, den ich im Sommer ab und zu trinke und den ich aber auch mit etwas Grün mische. Wenn euch das Grün in Säften fehlt, dann könnt ihr zum Beispiel auch wasserhaltige Obstsorten oder die man eben einfach gut entsaften kann, wie Äpfel oder Ananas oder Orangen, die könnt ihr dann einfach dazugeben und das funktioniert mit dem Angel Juicer auch sehr gut. Der Angel Juicer ist komplett aus Edelstahl und wie schon erwähnt, am besten in meinen Augen für grüne Säfte geeignet. Ich hatte
letztes Jahr auch schon ein Vorstellungsvideo zum Angel Chooser hochgeladen. Das verlinke ich euch auch nochmal oben in den Infokarten. Da seht ihr mal, was man alles Tolles mit dem Angel Chooser zubereiten kann. Und das sind nicht nur Säfte bzw. grüne Säfte. Aktuell gibt es noch bis zum 1.7. eine Rabattaktion. Ihr bekommt auf den Angel Chooser, aber auch auf alle anderen Produkte von Slow Choose 8% Rabatt. Mehr Informationen dazu findet ihr unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Jetzt geht's los. Ich stelle euch meine aktuell 5 liebsten grünen Säfte vor, die ich unter Umständen auch alle an einem Tag trinke, vor allem dann, wenn ich einen Fastentag einlege. Das sind meine beiden Lieblingswildkräuter für grüne Säfte. Ihr seht links die Brennnessel und rechts den Giersch. Am liebsten entsafte ich beide Wildkräuter getrennt, also Brennnessel für sich und Giersch für sich. Ihr könnt aber auch beide Wildpflanzen zu einem grünen Saft pressen. Wie gehe ich dabei vor? Entweder entsafte ich die Brennnessel und gebe da noch ein bisschen Wasser durch den Entsafter. Dann spült das Ganze nach und ich habe sozusagen einen verdünnten Brennnesselsaft. Oder ich entsafte die Brennnessel zusammen mit einer Gurke. Genauso handhabe ich es mit dem Giersch. Entweder Giersch mit Wasser verdünnt oder ich entsafte den Giersch zusammen mit einer Gurke. So habe ich dann einen Brennnessel-Gurkensaft bzw. einen Giersch-Gurkensaft. Das Tolle an dieser Kombination mit Gurke, der Saft besteht nur aus Lebensmitteln, also aus Brennnessel und Gurke oder Giersch und Gurke, und ihr müsst nicht extra Wasser zugeben. In meinen Augen ist das Wasser aus Früchten, Gemüsefrüchten, Blattgemüse, Wildpflanzen, auch Sprossen das hochwertigste Wasser. Vielleicht könnt ihr das erkennen, das ist so ein bisschen ein schaumiger Saft. Hier könnt ihr das auch noch mal sehen. Und dazu entsafte ich jetzt einfach eine Gurke. Fertig ist der fantastische Gurken-Brennnesselsaft. Ich habe jetzt ca. 250 ml hochwertigen grünen Saft aus Brennnessel und einer Gurke gewonnen, voller Mineralstoffe, Vitamine, Chlorophyll und Enzyme. Das gleiche mache ich jetzt mit dem Giersch. Ich entsafte diese Gierschpflanzen und eine Gurke. Das ist die Saftausbeute vom Giersch. Ihr seht, das ist auch ein flüssiger Saft. Das ist nicht nur einfach so ein Schaum wie bei der Brennnessel. Und jetzt entsafte ich einfach die Gurke dazu. Ich habe jetzt aus der Gurke und den Gierschpflanzen ca. 300 ml hochwertigen grünen Saft gewonnen. Auch sehr inhaltsstoffreich, voller Enzyme und Chlorophyll. Als nächstes presse ich mir 3 weitere grüne Säfte für heute. Im Hintergrund seht ihr noch meine Wildkräutersäfte. Normalerweise presse ich die Säfte so, dass ich sie relativ zeitnah trinken kann. Bin ich unterwegs am Nachmittag und Abend, dann presse ich mir die Säfte natürlich auf einmal und nehme die Säfte dann mit. Als nächstes presse ich mir einen Stangenselleriesaft. Ihr seht, ich habe hier 2 Bund Stangensellerie, einen kleinen und einen großen. Der kleine Bund Stangensellerie war heute bei mir in der Biokiste, die ich jeden Freitag geliefert bekomme. Und den großen Bund Stangensellerie habe ich in Spanien bei Delicato 48 bestellt. Das ist ein kleines Familienunternehmen in Andalusien. Da bestelle ich mir meistens immer gleich 12 Kilo Stangensellerie und dazu auch noch ein bisschen Gemüse, Gemüsefrüchte und Früchte. Übrigens schmeckt dieser kleinere Stangensellerie, dieser schmalere Stangensellerie sehr, sehr würzig und dieser größere
Stangensellerie, der ist viel saftiger und milder. Und diesen Stangensellerie hier allein entsafte ich mir kaum, weil er ist wirklich sehr würzig. Und das kann man dann gar nicht so gut trinken, weil es wirklich sehr, das wollte ich mal sagen, streng schmeckt. Aber zusammen mit diesem wasserhaltigen oder wasserhaltigeren, milden Selleriesaft kommt dann eine sehr, sehr gute Mischung heraus. Das sind jetzt genau 500 Milliliter Stangenselleriesaft. Als nächstes entsafte ich diese drei Gurken und diese Schüssel voll selbstgezogener Alfalfa-Sprossen. Ich bekomme ab und zu mal die Frage, warum ich Gurken schäle. Also die meisten Gurken schäle ich, weil mir die Gurken einfach ohne Schale besser schmecken. Und wenn ich mir einen Gurkensaft presse, dann schäle ich die Gurken auch. Da könnte jetzt manch einer meinen, naja, aber unter der Schale oder in der Schale stecken ja die meisten Vitamine und Mineralstoffe. Da sage ich dann ganz klar, wenn ich wirklich mir Vitamine und Mineralstoffe zuführen möchte, dann setze ich eher auf Sprossen. Die enthalten ein Vielfaches an Vitaminen und Mineralstoffen als diese Gurken. Zum Entsaften schäle ich also die Gurken und schneide sie dann in schmalere Streifen und das werde ich jetzt zusammen mit den Alfalfa-Sprossen entsaften. Das sind jetzt etwas mehr als 750 Milliliter Gurken-Alfalfa-Sprossensaft. Als letztes entsafte ich die Wassermelone und dafür löffel ich einfach die Wassermelone aus und gebe das Fruchtfleisch in den Entsafter. Das sind 750 Gramm frisch gepresster Melonensaft. Und zu dem Wassermelonsaft gebe ich jetzt 1 bis 2 Esslöffel Grassaftpulver. Und schon habe ich einen grünen Saft aus Rot mach Grün. Das sind meine Grünsäfte für einen Tag. Girschgurke, Brennnesselgurke, Stangensellerie, Gurke Alfalfa und Wassermelone und Grassaftpulver. Aktuell liebe ich eben die Wildkräutersäfte, weil sie mich unglaublich vitalisieren und weil ich diesen Geschmack einfach liebe. Also ich nutze die Zeit im Frühjahr und Sommer, um mir ausgiebig Wildkräutersäfte zu pressen. Welche Wildkräuter entsaftet ihr aktuell am liebsten? Hinterlasst mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal auf die Rabattaktion aufmerksam machen. Es gibt 8% Rabatt auf alle Produkte von Slow Juice, also auch auf den Angel Juice. Ihr findet nähere Informationen unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das war's von mir, ihr Lieben. Ich hoffe, euch haben diese Inspirationen gefallen. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Gehabt euch wohl und denkt dran, immer schön gesund grün essen bzw. gesund grün trinken.